Wir gehen heute ins Whispering Canyon Café. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Restaurant-Video hier aus Walt Disney World und zwar aus der Wilderness Lodge. Ich war ja hier schon vor 2 Tagen im Artist Point. Heute geht's ins Whispering Canyon Café und ich zeige euch ein bisschen wieder was vom Hotel und bin sehr gespannt. Rina meinte, ich soll mich auf jeden Fall überraschen lassen. Es wird aufregend. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also wir sitzen jetzt hier und haben jetzt schon so eine leichte Party gesehen, bevor wir gesessen haben. Rina rückt immer noch nicht mit der Sprache raus, was hier noch so passiert. Wir lassen uns überraschen. Wir haben einen Iridescent Drink bestellt mit Souvenir Cup. Da freue ich mich. Hi! Hello, beautiful people! Ja, ihr seht, hier haben sie alle ein bisschen was an der Schraube locker. Und wir haben was zu essen bestellt, und zwar All You Can Eat, the Traditional. Mal gucken, für $36. Bin mal gespannt. Vielleicht habe ich am Ende noch ein Dessert, vielleicht aber auch nicht. Drop them in there and stir them how many times? 50 times. There you go. Perfekt. Also reinmachen und 50 Mal umdrehen. So, wir haben uns alle den Iridescent Drink bestellt. Den Becher dürfen wir behalten. Und das kommt jetzt da rein. Und sie hat gesagt, man muss so lang umdrehen, wie die Zahl hier drauf steht. Also 50 Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 50! So, und jetzt gucken wir mal, ob ihr das sehen könnt. Der schimmert so schön. Also der schimmert mehr als dein letzter Cocktail, Brina. Mal gucken, ob er schmeckt. Ich probiere mal. Sauer. Western chips! Oh, thank you! You're welcome. You gotta put on a show, you're filming. Yeah, that's true. Ja, Sinan hat sich als Vorspeise Nachos bestellt. Die hat sie jetzt gerade auch noch gebracht. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker, aber riesig. Also man kann es sich locker zu zweit oder zu dritt teilen als Vorspeise. Dann kam jetzt unser Brot, Cornbread, ich glaube mit Sour Cream, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ich probiere mal. Ja, ist irgendwie so eine salzige Sahne irgendwie. Coleslaw und zwei verschiedene Barbecue-Soßen. Wir haben ja alle das Tradition bestellt, deswegen haben wir jetzt eine große Platte in die Mitte bekommen und können immer wieder aufgefüllt bekommen, wenn wir noch irgendwas davon haben möchten. Wurst, Mashed Potatoes, Bohnen, Mais, Pulled Pork, Rib, also so Beef-mäßig, Chicken Wings und Spare Ribs haben wir hier. The table, you have to yell as loud as you can. On the count of three, we need ketchup. Are you ready? Okay. We need ketchup! We need ketchup! We need ketchup! We need ketchup! There you go. Ketchup! Ketchup! Thanks, buddy! Thank you, buddy! Thank you so much! Guck mal, da kommt noch mehr! Da funktioniert das so, wenn jemand Ketchup möchte, muss er ganz laut Ketchup rufen. Zum Beispiel so. Und jetzt muss der Tisch da hinten, der gerade das Ketchup hat, die 5000 Flaschen, es zum anderen Tisch bringen. So, jetzt laufen sie alle zu dem anderen Tisch und müssen der anderen Familie jetzt den Ketchup bringen. Die Kellner sind hier so ein bisschen faul. Die arbeiten heute nicht so. Ja, und jetzt hat die andere Familie die 15 Flaschen Ketchup. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy for you. Oh, thank you very much. I really appreciate that. Thank you very much. You had a good time though, right? Yes, oh, good, good, good. I'm glad. You have a really good voice. Oh, thank you very much. I was a little hoarse, but I managed to. Yeah, don't be humble. You sound amazing. Well, thank you very much for the treat. Yeah, you are welcome. You're welcome. Have a nice evening. Have a great night. Ja, das war unser Abendessen und unser letzter Abend hier in der Wilderness Lodge im Whispering Canyon Café. Man muss hartgesotten sein, man muss auch mal sich was anhören. Zum Beispiel ist auch ein Gast auf Toilette gegangen und dann hat die Kellnerin hinterhergerufen, ja, nicht die Hände vergessen zu waschen. Dann kam der Gast auch wieder raus und dann hat sie gefragt, und? Hast du die Hände gewaschen? Oder das mit dem Ketchup oder wenn jemand hier Geburtstag feiert oder so, das wird ja halt ganz anders zelebriert. Es gibt eigentlich immer noch so Zwischenshows, die haben wir leider nur am Anfang gesehen. Als wir jetzt gegessen haben, gab es keine Show mehr. Ich glaube, wir waren relativ spät halt da. Aber die Kellner sind gut drauf. Wie gesagt, man muss ein bisschen hart gesotten sein. Es kann auch sein, dass wenn man nochmal ein Getränk bestellt, dass man so einen XXL-Pot bekommt. Und ja, wir haben jetzt pro Person für Getränk, Trinkgeld, Essen mit Vorspeise knapp 60 Euro bezahlt. Ja, ist halt ein Table-Service-Restaurant hier in Walt Disney World. Es ist nicht günstig. Damit müsst ihr hier rechnen. Aber es war sehr lecker. Die Ribs fand ich jetzt nicht so gut. Das Hähnchen, naja. Mir haben am besten eigentlich der Mais und die Bohnen geschmeckt, aber das Fleisch war auch in Ordnung, aber irgendwie war ich heute auf Mais und Bohnen. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ja, das war mein Video hier zu Whispering Canyon Café. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!